Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Lost Odyssey. Falls ihr euch fragt, wo ich hier bin und was ich hier will, dann erinnert euch bitte ganz kurz zurück an das, was ich in der letzten Folge ganz am Ende gesagt hatte. Denn ich wollte mich ja auf den Weg machen, zurück in den Karmesinwald und gucken, wo wir ein Kristallfragment übersehen haben. Wir sind in Meyers Haus gewesen und der hat uns gesagt, dass ihm eins fehlt. Und ich habe das alles nochmal abgeklappert und bin hier fündig geworden. Genau hier, guckt mal. So schön. Schwer war das eigentlich nicht zu sehen. Also ich hoffe, dass wenn ich jetzt dagegen trete, dass ich auch das letzte bekomme. Und wir sind hier ganz in der Nähe. Kristallfragment. Da haben wir unser letztes Stückchen. Wir sind hier ganz in der Nähe des Bosses, den wir hier damals besiegt haben. Und ja, ich habe unterwegs den ein oder anderen Kampf auf mich genommen. Ich muss sagen, ich bin relativ schnell hier durchgekommen, weil ich diese Abkürzung hier benutzt habe und unterwegs nur zwei Kämpfe losgetreten habe. Also wirklich viel habt ihr nicht verpasst. In diesen beiden Kämpfen, da haben von Tolten gelernt, also Absorptionsschutz haben gelernt, Sarah, Ming und Seth, also die drei Damen. Keim hat Sarahs oder Sarahs Notizbuch fertig gelernt und Standhaftigkeit erlernt von irgendeinem anderen Item. Habe ich mir jetzt aber nicht aufgeschrieben, welches. Und Seth hat Feuerfestigkeit, ich habe gerade gelesen, Feuerfertigkeit mitgenommen. Und ich habe da so ein bisschen zwischen den einzelnen Items jetzt wieder hin und her geschoben, damit die aktuell wieder das, ja, das noch offene lernen können. Und ja, ansonsten habt ihr nichts verpasst, ein Level-Up oder so gab es in dem Zusammenhang nicht. Und ja, ich glaube, das ist sowieso für Leute, die sich so ein Let's Play anschauen, jetzt nicht unbedingt die spannendste Frage, zumindest nicht in der Phase, wo wir uns jetzt bewegen hier im Spiel. Aber ich wollte euch fairerweise trotzdem ja, Bescheid geben, was hier so passiert ist. Okay, ich würde mal sagen, wir geben erstmal ganz, ganz schnell die Belohnung ab und werden dann über den Hafen mal schauen, was wir dort noch so machen können. Also ich weiß nicht, ob wir den Hafen betreten können. Der war aber auswählbar, deswegen schätze ich mal, dass wir da hin können. Denn wir haben in der letzten Folge sehr ausgiebig diese vordere Seite hier von Numara, die hier, in der wir uns jetzt bewegen, abgesucht. Und ja, diese komische Brücke, die ist hochgezogen gewesen dort am Kanal. Und ja, da kamen wir halt nicht weiter. Und jetzt gilt es eben zu gucken, ob wir von der anderen Seite noch ein bisschen was reisen können. Und für mich steht ja auch noch die Frage im Raum, wie ich zu diesem einen Händler da hinkomme. Das habe ich mir leider jetzt nicht rausgesucht oder das noch nicht erforscht. Oder recherchiert. Erforscht, wie das klingt. Nee, aber das werde ich dann irgendwann nochmal machen, aber wahrscheinlich erst, wenn wir mit Numara hier fertig sind, weil nicht, dass ich jetzt über die andere Hafenseite da schon an mein Ziel einfach ja, hinkomme. Guck mal, wenn hier die Kisten zum Beispiel nicht wären, dann könnte ich da diese Typen, die da auf diesen Gondeln rumlungern, die könnte ich dann anquatschen und mal fragen, ob die mich irgendwie rüberfahren oder so. Aber ja, versperrt ist halt versperrt, ne? So, ich habe das letzte Kristallfragment. So, jetzt genau, jetzt weist er uns noch mehr, nochmal drauf hin und wir geben ihm das letzte. Jetzt habe ich eine Menge Kristallfragmente, nicht wahr? Dieses geheimnisvolle Leuchten, oh ja, ich spüre es. Danke für dieses seltene Artefakt, ich glaube, die Inspiration kehrt zu mir zurück. Ich fürchte, eine Belohnung habe ich nicht, aber das ist das erste Kunstwerk, das ich geschaffen habe. Das gebe ich gern zum Dank ab. Oh, Lebensbroschüre, das ist doch mal mehr als eine Belohnung. Hallo, verkauf dich doch jetzt hier nicht unter Wert. Hey, guten Morgen. Oh, halt, es ist Nachmittag. Ja, so geht mir das manchmal auch. Gestern bin ich nach einer Marathon-Kreativphase eingeschlafen. Ist etwas los? Nö, also deine Frau ist irgendwie irre, aber ich glaube, die hast du schon so kennengelernt. So, jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht ist das auch gar nicht so toll, was wir gerade bekommen haben. Ich weiß nämlich nicht, wann man das frühestmöglich hätte abschließen können. Max TP hoch 1 ist jetzt nicht so der Oberburner, aber damit haben wir das dann irgendwann auch komplett, ne? Und jetzt zumindest in Keims Fall, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, macht das immerhin über 300 mehr an LP aus. Ich hätte jetzt bei diesem Skill eher auf, weiß ich nicht, 100 bis 200 getippt, von daher ist das schon ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. So, und jetzt gucken wir mal, ob das hafenseitig jetzt alles begehbar ist oder ob wir
dann uns erstmal anderen Zielen widmen werden, denn ich wollte nämlich nochmal nach Ura. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt in diesem Part mache. Ja, ich bin, was die Reihenfolge angeht, etwas unschlüssig. Und dann galt es ja noch, den Palast hier aufzusuchen, ne? Wo uns haben die Bewohner in der letzten Folge schon viel davon erzählt, dass Kakanas hier voll der Tyrann ist und die alle voll genervt und gestresst sind von ihm und teilweise Angst vor ihm haben und so. Und ja, er weiß offensichtlich, dass wir schon da sind, denn ein Soldat hatte uns gesagt, dass wir uns bitte umgehend zum Palast hinbewegen sollen, wo ich mir auch denke, ich glaube, eine Königin braucht sich von so einem kleinen Pupsoldaten nicht sagen lassen, eher andersrum, ja. Aber das werden wir in diesem Part vielleicht noch in Erfahrung bringen. Also dadurch, dass ich im Karmesinwald doch fündig geworden bin und mich dazu entschlossen habe, das ohne euch aufzusuchen, haben wir ja ein bisschen was an Zeit gespart. Ne, Kumpel? Willst du irgendwas ergänzend hinzufügen? Geistloser Soldat Kisalas. Ich patrouilliere schon seit heute Morgen, aber wenn ich nachlasse, wird mich General Kakanas lebendig verspeisen. Ach, wird er das? Ich hoffe, das ist jetzt ironisch gemeint und er entpuppt sich nicht auch noch als Kannibale. Also, irgendwann ist auch mal gut mit Negativschlagzeilen. Sorgloser Tokas. Jetzt, da Königin Ming zurück ist, hoffe ich, dass sich die Soldaten etwas beruhigen. Naja, also bisher habe ich davon nicht wirklich was gemerkt, aber mal gucken, ne? Ich wollte mit der Schnalle hier reden. Schwerfällige Armenier. Die hatten das immer nicht so mit Geschlechterzuordnung, die Übersetzer. General Kakanas hat in letzter Zeit viel Ärger gemacht. Wenn Königin Ming ihn doch wenigstens etwas bestrafen würde. Aha, das ist ja hier eine ganz böse Frau, ne? Wie sie das einfach so voll beiläufig mir nichts, dir nichts erwähnt. Ehemaliger Hafenanwohner Baglas. Jetzt, wenn die Königin zurück ist, muss ich der Schurke Kakanas benehmen. Ah, das hat er aber schon zuletzt nicht gemacht. Also auch als wir zuletzt mit Minje noch in Numara verweilten, hat er sich schon nicht benommen. Also ich würde mir da nicht die größten Hoffnungen machen, schüchterner Loloms. Ich glaube nicht, dass der General die Rückkehr der Königin begrüßen wird. Ah, das glaube ich allerdings auch nicht. Ich glaube, da haben wir alle einen Konsens, dass er darüber nicht so der Glücklichste sein wird. Industrieller Lacknis. Diese bewaffneten Hunde, die für meine Waren nicht mal den Einkaufspreis zahlen und alles auf Kredit. Ich hab's satt. Den Einkaufspreis, nicht dem Einkaufspreis. In dem Kontext ist das ein bisschen falsch, liebe Übersetzer. Aber trotzdem nicht so der schlimmste Fehler, den man bringen kann. Gemeiner Soldat Nonoi. Wenn du durchgehen willst, geh einfach. Aber ich habe keine Lust zu reden. Okay. Es gibt hier keine Geheimnisse mehr zu schützen. Daher tue ich nur so, als ob. Ist immerhin eine sehr ehrliche Haut. Gestandener Seemann Kionis. Trotzdem können wir nicht vorsichtig genug sein. Immerhin spricht man vom Krieg. Okay, trotzdem. Also wenn man einen Satz mit trotzdem anfängt und man die Vorgeschichte nicht kennt, ist das irgendwie ein bisschen verwirrend. Munteres Mannschaftsmitglied Balens. Die Weiße Boa wird mit noch mehr Waffen ausgerüstet. Was haben Sie mit einer so gewaltigen Feuerkraft vor? Ah, ich glaube, das wird uns... Nein, ich wollte noch mit dir sprechen, bevor du wieder abhaust. Sturer Soldat Shishilos. Ich hörte, dass Königin Ming zurück ist, aber ich kann ihr nicht mehr dienen. Hä, warum? Ich denke, ich werde General Kakanas folgen. Oh, du feiges, verblendetes Stück, ey. Geh mir aus den Augen, bitte. So, nee, mit dem hier wollte ich nochmal reden. Achso, hier. Ach nee, das hatten wir schon mit der Feuerkraft und so. Ja, das wird uns dann der Werte Kakanas mal beantworten, ne? Wenn wir den mal hier irgendwie zu sprechen kriegen, weil das wird bestimmt auch sein Mist gewachsen sein, dass sie da momentan so aufrüsten. Eigentlich wollten wir ja hier friedlich bleiben als Volk, ne? Aber war irgendwie fast klar, dass er das alles so ein bisschen über den Haufen wirft und ja, von der Ming'schen Friedenspolitik am Ende auch nicht mehr so viel übrig bleibt. So, warte mal, wie konnte ich denn da oben, in der Map nochmal ranzoomen, genau. Die Perspektive wollte ich haben, damit ich auch ja kein Haus irgendwie hier übersehe. Also wir haben beim letzten Mal, als wir durch Numara gelaufen sind, das ein oder andere an Belohnungen bekommen und das ein oder andere noch machen können. Ich würde mir ja fast wünschen, dass sich das hier so ein bisschen fortsetzt und wir vielleicht ein, zwei Sachen hier noch an Nebenmissionen in Anführungsstrichen abschließen können. Sanftmütiger Ehemann Numan. Beim Arthrosaurus-Angriff kamen in dem, was man heute die Geisterstadt nennt, einige Leute ums Leben.
Echt? Ach du Scheiße, dann sollten wir da vielleicht auch nochmal hin. Ein Freund von mir war dort, um ein Familienerbstück zurückzuholen, doch er fand nur ein Flammenmeer, durch das die Fußtritte der Bestie halten. Bum, bum, bum. Da entschied er, dass ihm sein Leben wichtiger war als das Erbstück, und er warf es weg und lief fort. Er sagt, er hätte das nicht getan, wäre er heute nicht mehr hier. Ah, okay. Wir müssen dann gleich mal im Menü gucken, ob wir das jetzt überhaupt schon finden können oder ob das nicht schon das Messgerät Stufe 3 benötigt. Werden wir dann gleich sehen. Meine Frau kommt mit unserer Schwiegertochter nicht zurecht, aber sie ist wirklich eine fröhliche Frau, selbst in so harten Zeiten. Ah, stimmt, das war immer diese, ja, ich erinnere mich noch, diese grummelige Frau, die immer gegen ihre Schwiegertochter gewettert hat. Pingelige Ehefrau Nella. Meine Schwiegertochter ist so taktlos, ich wollte meinen Sohn besuchen, aber sie behauptete, das sei nicht nötig. Das nur mit einem S, bitte. Okay. Oh, ich war nicht besorgt um sie, wohlgemerkt. Mir ging es nur um meinen Sohn und meine Enkel. Ah, ja, immer noch die alte Giftspritze wie damals. Aber, ja, ist halt manchmal so, ne? Schwiegermütter haben nicht umsonst so einen etwas, so einen etwas verqueren Ruf. Also ich wage mal zu behaupten, dass wirklich jeder irgendwie entweder seine Schwiegermutter total toll findet oder total schrecklich findet. Die meisten äußern sich immer sehr neutral zu dem Thema oder stehen eben zu der einen oder zu der anderen Seite. Aber ich glaube, wenn jemand sagt, seine Schwiegermutter ist ganz nett oder so, dann meint er eigentlich, dass es total die Schreckschraube ist. So habe ich das zumindest so in meinem Bekanntenkreis bisher kennengelernt. Da kann mir keiner was vormachen. So, ah ja, genau, bis hierhin kommen wir und nicht weiter. Brückenwächter Sanis. Der Skin mochte General Kakan, das Panzer nicht besonders, aber es hat die Königin mit offenen Armen empfangen. Okay, welches Kind? Oh, ich meine die Zugbrücke. Die blöden Panzer haben mein Kind unglücklich gemacht. Ach so, mit Kind meint er... Aha, mit Kind meint er also die Brücke. Ja, ich sag dazu mal nichts. Ich finde das irgendwie immer sehr befremdlich, wenn Menschen anfangen, aufrichtige Liebe für irgendwelche Gegenstände zu entwickeln. Also klar, ich liebe auch meine Xbox und ich liebe auch so das ein oder andere Teil, was hier bei mir in der Wohnung ist, aber... naja, so von Liebe, wie er das tut, würde ich da jetzt nicht sprechen. Zusammengesunkener Teasers. Ich bin so froh, dass es dem alten Mann scheinbar besser geht. Er war sehr besorgt wegen der Brücke. Ja, die können die auch langsam wieder runterfahren. Ey, es ist voll umständlich, hier immer über diese ganzen Umwege lang zu laufen. Aber gut, ja, so ganz umsonst war das hier nicht, aber sonderlich viel gebracht hat uns das auch nicht. Aber wir werden jetzt nochmal kurz in die Geisterstadt gehen. Ach nee, beziehungsweise ich werde erstmal im Menü gucken. Ob wir das jetzt überhaupt schon finden können, ne? Wollte ich ja die ganze Zeit schon machen. Wo waren das nochmal? Bei Gegenstand und bei Schätze. Hier fehlt uns noch was. Hier muss ich irgendwas ganz Komisches ausgelassen haben, weil das ist nicht mal so anspruchsvoll zu finden, weil da reicht ja das Messgerät 1. So, hier aber. Verloren am Brunnenplatz. In dem Chaos beim Brunnenplatz von Numara wurde etwas verloren. Ja, da sind wir doch vorhin schon gewesen, muss ich gleich nochmal nachgucken. Das Familienerbstück eines einzigen Bewohners der Geisterstadt ist dort noch vergraben. Okay, das müssen wir dann auch finden können. Ein Schatz aus dem Osten liegt tief im Tempel der Erleuchtung verborgen, da kommen wir irgendwann nochmal hin. Und hier müssten wir eigentlich auch nochmal... Nee, warte, das können wir noch nicht finden. Hier fehlt nämlich noch der dritte Slot. Ja, also hier brauchen wir das Messgerät 3 schon. Habseligkeiten des Generals, der Keim rekrutiert hat, liegen im Karmesinwald. Mist, das hätte ich auch finden können. Ah, kacke. Okay, das ist echt blöd. Das heißt, wir werden vielleicht... Ah, ich komme mit der Reihenfolge nicht klar, weil eigentlich wollte ich auf dem Hafen auch nochmal nachschauen. Und Ura steht ja auch noch auf dem Plan. Also ich glaube, Hauptstory werden wir in diesem Part nicht mehr zu Gesicht bekommen. Dafür aber vielleicht den ein oder anderen schönen Schatz, weil ich meine... Mit dem Messgerät Stufe 2 werden wahrscheinlich auch die Belohnungen etwas besser. So, warte mal, ich mache mal die Karte wieder etwas kleiner. Ja, da sehe ich es auch schon blinken. Seht ihr das auch? So kurz bevor wir den nächsten Abschnitt betreten, da müssten wir gleich was aufsammeln können. Ey, gut, dass sie das eingezeichnet haben. Also es gibt ja so einige Spiele... wo ich jetzt gerade kein Beispiel nennen kann, so aus dem Stegreif, aber ne, da kann man auch so Schätze finden an bestimmten Spots und da muss man dann aber teilweise echt eine Ewigkeit suchen, um die dann auch ausfindig machen zu können und sowas nervt mich dann jedes Mal total. Also nicht, dass ich da nicht total den Jagdtrieb hätte oder so, aber trotzdem Umkehrer. Was zum Teufel ist denn Umkehrer? Klärt mich doch mal bitte jemand auf.
Der Kunga, Umkehrer, Geistmagier, genau, ich wollte gerade sagen, das klingt am ehesten nach Geistmagie. Fügt einem Feind auf der Basis der vom Benutzer verlorenen TP Schaden zu. Das heißt, je weniger Energie ich habe, desto mehr Schaden macht das. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ja, guck mal, hier ist damals der Arthrosaurus gewesen, genau an dieser Stelle. Aber das sieht ja eigentlich noch ganz ordentlich aus. Also ich dachte, dass das jetzt ja alles ein bisschen mehr zerstört und zertrampelt wäre und so. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist ja nachdem dieser Arthrosaurus zum Leben erwacht wurde, ist er ja direkt auf uns, auf uns in unsere Richtung gelaufen und hat uns direkt attackiert. Deswegen ist wahrscheinlich die Geisterstadt auch so ein bisschen verschont geblieben. Oh, das ist echt so schön. Aber jetzt zieht sich mir trotzdem jedes Mal die Magengegend zusammen, wenn wir hier entlang laufen. Einfach, weil die Szenen aus oder von Nirums Tod mir irgendwie nicht so aus dem Kopf gehen wollen. Aber okay, dann müssen wir irgendwann Schlussstrich ziehen und werden jetzt mal gucken, dass wir jetzt noch den einen oder anderen Schatz zusätzlich mitnehmen. Und dann schaue ich mal am Ende, ob wir noch Zeit haben, um nach Ura zu reisen. Aber ich glaube, ich setze mir jetzt als Ziel für diesen Part, dass wir alles Optionale, was wir jetzt bisher, oder was ich jetzt aufgezählt habe, was wir noch erledigen können, dass wir das hier alles unterbringen und dass ich dann beim nächsten Mal direkt auch mit der Hauptstory starten kann, ne? Damit wir da nicht schon wieder so einen komischen Mischpart haben, wo die verschiedensten Sachen letzten Endes zusammenkommen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt mit Brunnenplatz auch die richtige Ecke noch in Erinnerung habe. Also die Ecke da beim Brunnen halt und dass wir dort das dann auch aufsammeln können. Und danach, ja, Karmesinwald. Also das Gute ist, wenn die schreiben Karmesinwald, dann muss das ja auch wirklich im Wald drin sein und dürfte eigentlich nicht in diesem komischen Schrein drinstecken, ne? Weil ansonsten hätten die ja irgendwas von Schrein reinschreiben müssen und das ist halt nicht der Fall gewesen. Weil im Schrein haben wir ja das letzte Kristallfragment gefunden und da würde ich jetzt so an erster Stelle eigentlich eher nicht suchen. Schreiender Soldat Tartakos. Selbst die Königin kann eine Militäranlage ohne Genehmigung des Generals nicht betreten. Okay, also ich bin doch nicht blöde. Hallo, ich hole mir doch von Karkanas keine Genehmigung dafür, dass ich als Königin dieses Gelände hier betreten darf. Ey, tickt's bei euch noch ganz sauber oder was? Prahlerischer Soldat Hales. Hey, ihr seid die uranische Spione, oder? Oh, Moment, schon gut. Lasst euch bitte nicht stören. Ja, ey, wie die das immer noch nicht vergessen haben. Wie die sich immer noch an unsere Visagen erinnern. Hat wahrscheinlich Eindruck geschindet, als das damals so über die ganzen Bildschirme ging. Ne? Als wir hier in Numara das eine Mal aufgekreuzt sind. Unbekümmerter Techniker Temalin. General Karkanas ist ein Sklaventreiber. Ich war seit letztem Monat nicht zu Hause. Ja, deswegen huldige mal ein bisschen mehr deiner Königin, ja? Vielleicht wisst ihr jetzt wenigstens zu schätzen, was ihr an ihr hattet. Fröhlicher Techniker Tanta. Ein Monat ist nichts. Ein Monat ist nichts. Ich bin schon ein halbes Jahr lang an Bord der Weißen Boa. Ich schon wieder gar nicht lesen kann, ey. Aber immer nur so ganz punktuell. Das ist ganz komisch. Also ich lese manchmal hier wirklich so Fließtexte noch und nöcher fehlerfrei. Und dann vereinzelt habe ich bei einigen immer voll die Probleme verschlagen Alanis. Ob Karkanas Königin Minge ohne weiteres zu Hause willkommen heißen wird? Ich habe da ein ungutes Gefühl. Ja, ich glaube, da können wir uns ohne Wenn und Aber anschließen. Mein Gefühl ist nämlich auch nicht das allerbeste. Ah, am liebsten würde ich halt direkt da schon hingehen und gucken, was das so alles nach sich ziehen wird. Aber Vollständigkeit muss erstmal sein. Herrischer Soldat Gatos. Was tut ihr hier an einem Ort wie diesem? Hier gibt es nichts Brauchbares mehr. Das wird sich noch zeigen. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass irgendein Dialog was bringen wird. Unser Schiff wurde von diesen verdammten Spionen gestohlen. Wegen denen werde ich sogar degradiert. Okay, mach dir mal Gedanken drüber. Hättest du das ja vielleicht, wenn du deinen Job ein bisschen besser gemacht hättest, unterbinden können, ja. Also lass mich damit in Ruhe. Erfahrene Händlerin Mana Lia. Königin Ming ist zurück, Gott sei Dank. Jetzt wird alles wieder besser. Das wird sich noch zeigen, gute Frau. Also ich habe irgendwie das blöde Gefühl, als ob Karkanas so ein bisschen auf Krawall gebürstet sein könnte. Lässiger Techniker Chikoto. Diese Soldaten treiben uns immer zu sehr an. Am besten sollte man hier nicht auffallen. Oh, du Ärmster. Sag mal, kommen wir hier jetzt auch wieder rein? Ich würde das ja direkt mal ausprobieren wollen. Also offen steht das Tor definitiv schon mal. Gucken wir einfach mal. Sieht auch gut... Nee, okay, ich wollte gerade sagen, sieht auch gut begehbar aus, aber... Pustekuchen, hier ist offensichtlich zu.
Und wir haben dann, lass mich schon mal rekonstruieren, ja, da können wir uns direkt auch jetzt auf den Rückweg begeben. Hier gibt es jetzt noch eine Laufpassage oder einen Weg, den wir noch nicht abgelaufen sind. Vielleicht steht ja hier noch jemand rum. Also das ist echt die einzige Ecke bisher hier in Numara, die uns rein gar nichts gebracht hat, außer die ein oder andere Information, ja. Aber ansonsten eben nicht. Also ich schlage jetzt mal vor, dass wir zuerst zum Brunnen gehen, danach in den Karmesinwald und dann nach Ura mal gucken, wegen den Königssiegeln. Ja, ich weiß gar nicht, ob dieser Typ, der uns diese Hinweise gibt auf die Königssiegel, ob der am Ende auch der ist, der diese Nebenquest insgesamt abschließen wird oder ob wir dafür nochmal irgendwo anders hin müssen. Ich weiß nur, wenn wir alle Königssiegel haben, dann müssen wir auf das Dach der Burg von Ura nochmal hin, weil da wird dann etwas initiiert, was das Ganze letzten Endes auch wirklich abschließt, aber ich will trotzdem erstmal von dem Typen hören, ob wir das alles wirklich richtig zusammengesammelt haben oder ob da noch irgendwas fehlt. Ja, und da sieht man das auch direkt auf der Map. Guck mal oben rechts, da sieht man direkt den Schatz. Also ein paar Mal, ein, zwei Male bin ich hier jetzt schon vorbeigelaufen, ohne darauf irgendwie zu achten. Alle guten Dinge sind drei, will ich meinen, auch wenn das vielleicht gar nicht drei Versuche waren. Auffrischungus. Ja, es klingt schon wieder wie so eine Kreuzung aus Nahrungsmittel, aus exotischem Nahrungsmittel und Krankheit. So, aber trotzdem haben wir das damit auch und wir gucken uns das natürlich ebenfalls an. Guck mal, damit sind wir mit Stufe 7 auch komplett. Erhöht die TP einiger Gruppenmitglieder enorm. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Das hier irritiert mich ein bisschen. Also irgendwas müssen wir hier ausgelassen haben. Ach, und nach Saman könnten wir theoretisch auch nochmal wegen möglichen ausgelassenen Zaubern oder Items oder so. Ja, so langsam sammelt sich das, aber wir sind zeitlich eigentlich ganz gut dabei noch. So, Karmesinwald, da kommt es jetzt drauf an. Wir hatten im Karmesinwald ja zwei Abschnitte und mich ärgert gerade ein bisschen, dass ich da ja schon mal durchgelaufen bin, ne, um nach diesem Kristallfragment zu suchen. Aber ich glaube, das wird im zweiten Abschnitt sein. Ich glaube, das wäre mir irgendwie aufgefallen, wenn ich da jetzt irgendwas in der Map gesehen hätte. Und? Blinkt's da irgendwo? Nee, sieht nicht so aus. Es kann aber natürlich auch sein, weil wir haben ja hier einige Abschnitte, die so ein bisschen stockwerkmäßig aufgebaut sind. Ne? Es kann natürlich sein, dass wenn wir hier in diesem komischen, kringeligen Schniepel, den wir da zum Beispiel oben rechts sehen auf dem Weg, dass da irgendwo ein Schatz oder sowas zu finden ist. Ich werde trotzdem der Vollständigkeit halber oder einfach der Treffsicherheit halber, ach, da sehe ich es schon, erstmal hier langlaufen. Guck mal, da ganz oben rechts direkt am Eingang zum Tempel hin. Aber ist vielleicht auch nicht verkehrt. Also selbst wenn wir jetzt hier den ein oder anderen Zufallskampf noch initiieren sollten, so langsam werden die Kämpfe ja auch ein bisschen schwieriger. Wir haben das an dem Kampf im alten Anwesen gesehen. Und ich möchte ganz gerne auch demnächst, also lange wird das nicht mehr dauern, in Goza diesen Hinterhof. Genau, den möchte ich gerne noch mit euch besuchen. Aber ich glaube, dass da auch der ein oder andere schwierige Kampf auf uns warten könnte und würde deshalb ganz gerne so vorbereitet wie möglich da reingehen. Also ich habe inzwischen echt so ein bisschen die Schwierigkeit einzuordnen für mich persönlich, wie schwer die einzelnen Kämpfe letzten Endes ausfallen. Also ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, wenn ich mir jetzt so ein paar optionale Sachen jetzt vor Augen rufe, welche Reihenfolge da am besten wäre. Deswegen kann es durchaus passieren, dass ich mich hier an Dingen probiere, die vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz optimal sind. Also da bitte ich im Vorfeld schon mal um Entschuldigung. Also der ein oder andere wird das vielleicht ganz witzig finden. Wow. Okay, was ist denn hier los? Hey, das haben wir ja lange nicht mehr gesehen, dass da so viel gleichzeitig gelernt wird. Na gut, dann gehen wir das mal Stück für Stück durch. Wie gesagt, ihr habt immer wieder die Möglichkeit, das zu überspringen, wenn ihr das nicht sehen möchtet. Wir packen hier mal die königliche Ausrüstung rein, auch wenn das jetzt noch ein Weilchen dauert. Oh, guck mal, aber Seth ist bald fertig. Also für sie wird sich das bald nicht mehr lohnen, dass wir jetzt hier mit Holten unterwegs sind. Für die anderen dafür schon eher. Also Keim hinkt momentan echt am meisten hinterher, ne? Was die ganzen Teuten-Lernsachen anbelangt.
So, dann bekommt sie... Ach nee, sie bekommt jetzt auch königliche Ausrüstung, weil dann wird sie zeitgleich mit Keim fertig. Mir fällt übrigens auch gerade ein, dass ich ja bei den meisten schon Kompositmagie 3 auswählen kann. Das hatte ich irgendwann mal ein paar Folgen zuvor schon mal gelesen, hatte zu dem Zeitpunkt aber die Dreierstufe noch nicht bei allen gelernt. Das ist jetzt aber geschehen, deswegen können wir hier auf die Stufe 3 umschwenken und jetzt kann ich hier nochmal gucken. Also ich habe mir übrigens, falls ihr euch wundert, warum hier einige Slots so leer bleiben, einfach der Übersicht wegen angewöhnt, denen erstmal alles wegzunehmen, was sie schon komplett gelernt haben, weil das mir die Sache erleichtert, hier den Überblick zu behalten und das ja im Vorfeld, ihr habt das vielleicht in den ein oder anderen Parts gesehen zuletzt, mir ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat, das hier so ein bisschen strukturierter anzugehen. Deswegen machen wir das erstmal so. Ich meine, die Kämpfe, die wir jetzt im Moment bestreiten, die sind ja sowieso nicht die allerschwierigsten. Von daher ist das schon okay. Ogerarmreif. Mhm. Dann gucken wir gleich mal, ob wir das Keim nicht ausrüsten können. Müssten wir sogar. Angriffsverstärker Stufe 2. Ja, super. Steigert die Kraft physischer Angriffe. Das ist doch mal mehr als sinnvoll, auch dass er das letzten Endes bekommt. Sehr schön. Dafür hat sich das doch glatt wieder gelohnt, hierher zu kommen. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier schnellstmöglich wieder rauskommen. Und dann sind wir... Habe ich jetzt irgendeinen Schatz noch ausgelassen, den wir holen wollten? Wir sind beim Brunnen gewesen. Wir sind hier im Wald gerade fündig geworden. Ich glaube, mit Schätzen sind wir dann erstmal durch. Ich werde am Ende des Parts hier vielleicht nochmal nachschauen und würde als nächstes gerne nach Ura. Ich hoffe, dass da nicht irgendwas Hauptstory-mäßiges getriggert wird, aber eigentlich müsste das Hauptspiel ja erst in Numara weitergehen. Ne? Alles andere wäre irgendwie ein bisschen unrealistisch. Ich frage mich gerade, ob ich... Ich glaube, ich habe noch irgendeinen Schatz ausgelassen, oder? Ich glaube, ich muss gleich nochmal nachgucken. So, die sind ganz cool. Das ist sogar die beste Konstellation, die wir haben können, weil wir hier wirklich die meisten FP auch rausholen können. Und die FP sind ja so der Faktor, der die Kämpfe hier momentan für uns noch am lohnenswertesten machen sein lässt, so rum. Und ich werde die Kämpfe, also wenn wir jetzt hier im Karmesinwald darüber hinaus noch irgendwelche Kämpfe triggern, dann schneide ich die auch raus. Weil eigentlich gehen die ganz schnell, aber die Kilodons, ja, die greifen halt irgendwie immer ein bisschen früher an als wir, wie wir gerade schon gesehen haben. Und das zieht sich dann so ein bisschen in die Länge. Und wir haben ja noch ein bisschen was vor, ne? Deswegen müssen wir uns jetzt die restlichen Kämpfe nicht anschauen. Und ja, ich glaube mit der geupgradeten, ich weiß gar nicht, wie man das am richtigsten sagt, Nautilus werden wir sowieso, glaube ich, auch den ein oder anderen Ort noch zusätzlich mit aufsuchen können. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ne, hier sind wir jetzt komplett. Guck mal, damit ist Seth erstmal komplett mit Holten. Wir werden jetzt trotzdem auf die anderen noch warten. Sie kann noch was lernen von den beiden oberen Sachen. Auch ist eigentlich egal. Nehmen wir mal den Gruppentreffer. Und sie müsste eigentlich genau diese königliche Ausrüstung noch weiter erlernen. Aber warte mal. Ich hatte noch bei der Ausrüstung etwas. Genau, die Lebensbrosche ist hier nämlich durch. Keim dürfte jetzt ja eigentlich auch nichts Neues lernen. Sie bekommt dafür die Lebensbrosche und hier können wir gucken, Zwillingskreuz, perfekt. Dann sind wir hier auch erstmal ganz gut ausgetauscht und gucken mal, ja, direkt der nächste Kampf. Zwei Riesenkröten. Diesen Kampf hätte ich eigentlich gar nicht rausschneiden müssen. Der ging nämlich nur ganz, ganz kurz. Und ja, gelernt haben wir auch nichts. Aber trotzdem, das ist, wenn man sich anguckt, wie viel Zeit man da investiert und was man letzten Endes dafür bekommt, ist das relativ sinnvoll, sich hier zu leveln. Wobei in den ganzen Lost Odyssey Guides steht immer, dass man am besten in die Y-Berge soll, weil man da die Gegner wirklich so schnell aus dem Weg geräumt bekommt wie nirgendwo anders. Aber im Karmesinwald kommen wir auch relativ gut zurecht. So, dann gehen wir jetzt eben mal kurz nach Ura und gucken mal, was der Typ uns da jetzt zu berichten hat. Ich habe so ein bisschen...
so ein bisschen die Befürchtung, dass er uns vielleicht an einen Ort schicken könnte, wo wir noch gar nicht gewesen sind. Ich weiß nicht, ob er das dann auch ausspricht. Also wenn wir zum Beispiel noch ein Königssiegel ausgelassen haben an Ort X optional, wo wir noch nicht waren, dann ja, weiß ich nicht, ob er das trotzdem auch so ausspricht und uns da so ein bisschen spoilert. Ich hoffe, dass der Typ da überhaupt noch steht. Und ich hoffe auch, dass er uns jetzt nicht in irgendwas reinschmeißt, sobald er feststellt, dass wir alles haben. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber ich weiß, es gab auch nicht so unglaublich viele von diesen Königssiegeln, deswegen ist das auch nicht ausgeschlossen. Na gut, lassen wir am besten den Experten mal sprechen und schauen, was er uns jetzt mitzuteilen hat. Ura, Orakel Judin. Der Gründerkönig Uras erblickte das Licht in einer Zeit der Dunkelheit und brachte seine gütige Herrschaft über das weite Land. Er erschuf die Königssiegel und verteilte sie in der Welt als Übergangsritus für jene, die die Krone des zukünftigen Königs forderten. Ja, bitte. Ich habe gehört, eines der Königssiegel liegt in der Eisschlucht in der Nähe von Goza. Die Verantwortung eines Königs wiegt schwerer als alles Eis in der Schlucht. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wo es da ein Königssiegel gab. Also ehrlich, null. Ich versuche das gerade so von meinem geistigen Auge zu rekonstruieren. Kann es sein, dass irgendwo... Also ich wette, wenn da... Doch, na klar. Na klar, hinter dem Boss. Erinnert ihr euch noch? Ja, okay, alles klar. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, da kommen wir aber. Konnten wir die Eisschlucht über mehrere Eingänge betreten? Also wenn ja, sind wir richtig, richtig schnell da. Wenn nicht, dann müsste ich den ganzen Weg da durchlatschen, weil ich glaube, von Goza aus kann ich da nicht irgendwie nochmal hin. Warte mal, wir probieren das jetzt oder gucken uns das einfach erstmal an. Eisschlucht. Ja, Nord- und Südeingang. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welchen wir nehmen müssen, um da letzten Endes in Bossnähe wieder rauszukommen. 50-50 Chance. Ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, weil das irgendwie... Ach, obwohl. Ich hätte eigentlich nur gucken müssen, wo Goza auf der Weltkarte ist und da diesen Knubbel auswählen müssen, der dort ja näher an Goza dran ist. Aber ich habe mich trotzdem für den richtigen Eingang entschieden. Das ist schon mal gut. Da oben nämlich, weil mein erster Gedanke, der ging die ganze Zeit in die Richtung da bei dieser Eisschlucht, wo man sich immer da runterrutschen lassen musste, da wo der Pinguin auch gewesen ist, weil da bin ich ja irgendwie an meine Grenzen gestoßen und da ist mir auch nichts eingefallen. Sehr schön, super. Dann können wir ja direkt danach nochmal zu dem Typen hin. Da schneide ich euch dann raus. Keine Angst, den Weg müsst ihr euch dann nicht nochmal mit angucken. Und 4-Elemente-Talisman oder 4-Element-Talisman. Warum zum Teufel kann man das denn bitte nicht ausschreiben? Das hätte doch so ein Bildschirm locker vertragen können. Okay, gucken wir mal. Elementwiderstand hoch, reduziert Feuer, Wasser, Luft und Erdelementschaden. Richtig, richtig geil. Also das ist echt total klasse. Warte mal, was mich jetzt aber interessiert, kann jemand der... Weil ich meine, Seth hat ja schon die königliche Ausrüstung gelernt. Kann sie damit auch diese ganzen speziellen Sachen... Weil sie kann sie ja damit anlegen. Aber die Frage ist, kann sie davon auch was lernen? Warte mal, wie kann ich das irgendwie danach filtern? Spezial oder so? Ritter-Talisman? Nee, ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Dinger heißen. Aber die scheinen hier irgendwie auch gar nicht mit angeführt zu sein. Kann das sein? Ja gut, da werde ich dann vielleicht offscreen nochmal recherchieren müssen, weil das müsste ja da nicht ja eigentlich irgendwo auch mit drin stehen. Ich habe das Teuten ja nicht ausgerüstet. Sie kann das aber trotzdem nicht auswählen. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber soll mir auch egal sein. Wir sehen uns jetzt gleich in Ura wieder. So, also Schätze haben wir auf jeden Fall nicht übersehen. Ich habe gerade nochmal im Menü nachgeguckt und die Gunst der Stunde genutzt, um das hier nicht unnötig in die Länge zu ziehen, weil da war nur Tempel der Erleuchtung und mehr von Baus offen. Und mehr von Baus, dafür bräuchten wir eben noch Stufe 3, ne? So, gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwas Neues erfahren. Ein Königssiegel liegt wohl nahe einer von einem Volk magischer Kreaturen bewohnten Küste. Von einem Volk magischer Kreaturen bewohnten Küste, meine Güte. Ein König muss immer danach streben, von der Welt um ihn herum zu lernen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wen die damit jetzt konkret meinen.
Ich frage mich auch gerade, ob dieses eine optionale Dorf oder diese eine optionale Stadt, von der ich euch, glaube ich, im letzten Part erzählt habe, ob das nicht damit gemeint sein könnte. Magischer Kreaturen, bewohnten Küste. Also die einzige Küste, die wir bisher hier angetroffen haben, ist ja das Meer von Baus gewesen, ne? Magischer Kreaturen, ja, keine Ahnung. Also da weiß ich jetzt ad hoc nicht zu 100%, was gemeint ist. Deswegen werde ich das jetzt für diesen Part auch erstmal ausklammern. Und ja, mir als letztes To-Do ist das Auktionshaus in Saman vorknüpfen. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch irgendwas Schönes mitnehmen können. Ich habe übrigens auch den Tipp bekommen, einige Parts zuvor, ich nehme momentan ja wieder ein bisschen mehr im Voraus auf, dass ich in diesem Hinterhof da in Goza, dass ich dort eine ganz gute Chance habe, mir den einen oder anderen Platz haben noch zu verdienen. Das ist auch mit der Grund, warum ich jetzt vor kurzem wieder angefangen habe zu überlegen, ob ich da nicht, ich gehe jetzt einmal ganz kurz gucken. Oder wir können ja einmal ganz kurz auf die Map gucken und schauen, ob das nicht vielleicht doch irgendwie da sein könnte. Ja, und da soll es relativ viele Platz haben zu verdienen geben. Aber ich wollte, ja, eigentlich wollte ich vermeiden, dass ich dann diesen Hinterhof irgendwann abbrechen muss, weil das dann da zu schwierig wird mit den Kämpfen. Ach du Schreck. Das ist aber nicht das Meer von Baus, was ich jetzt noch in Erinnerung hatte. Okay, also hier sah das ursprünglich mal ganz anders aus. Schade eigentlich. Wow, das ist echt total bedrohlich, ne? Aber wir sind ja auch relativ nah dran am großen Stab und haben ja auch, als wir mit unserer Nautilus unterwegs gewesen sind, schon gesehen, dass hier drumherum relativ, relativ viel los ist. Okay, das ist echt heftig. Gar nicht wissen, wie viele Leute hierbei umgekommen sind. Kalkulationstechniker Euphos. Verdammt, die Brücke wurde weggespült. Jetzt schafft ihr es nie bis zum großen Stab. Ach, macht ihr mal um uns keine Sorgen. Wir werden schon Mittel und Wege finden, aber... Okay, das überrascht mich gerade. Also nicht, dass ich mir den Schatz jetzt irgendwie total vermasselt habe. Aber gut, irgendwas an der Küste und magische Kreaturen, das kann ja überall sein. Guckt euch mal die Weltkarte an und wie viele Küstenecken wir da haben. Also das werde ich dann wahrscheinlich... nachschlagen. Nee, nicht Tosca. Was mache ich denn? Ich will doch nach Saman. Komme ich da jetzt überhaupt hin? Ach, Saman ist gar nicht direkt an. Ach doch, hier, Stadt Saman. Ah, ich habe schon wieder Tomaten auf den Augen. Ey, Wahnsinn. Dann gucken wir uns jetzt hier nochmal um. Und ich werde beim nächsten Mal die Info für euch auch mitbringen, um was für ein Königssiegel sich das handelt da am Ende und ob wir da schon hin können oder ob nicht. Und dann werde ich das vielleicht als einzigen optionalen Punkt beim nächsten Mal noch mit reinbringen. Und danach werden wir uns dann aber wirklich der Hauptstory widmen. Also definitiv, nächste Folge geht es mit der Hauptgeschichte weiter. Ja, lege ich die Hand für ins Feuer. Aber dieses eine Königssiegel, insofern das jetzt für uns schon erreichbar ist, würde ich mir das ganz gerne nochmal mitnehmen. Und ich würde auch ganz gerne jetzt in diesem Zauberbuch diese eine Lücke da geschlossen haben mit dem Stufe 2 Zauber. War das bei der Geistmagie? Ja, ich glaube, das war bei der Geistmagie gewesen. Weil wenn wir das jetzt hier nicht im Auktionshaus bekommen, dann müssen wir das irgendwo liegen gelassen haben, wo wir jetzt immer noch zurückkehren können. Und ja, schauen wir einfach mal, ne? So, lange sind wir hier schon nicht mehr gewesen. Wir haben aber auch gar nicht so viel... Doch, wir haben doch ganz schön viel Geld. Was wollte ich denn damit nochmal machen? Ich wollte warten, bis wir... Irgendwas hatte ich damit vor, ne? Bis wir wieder nach Goza müssen oder so? Keine Ahnung. Oh, guck mal. Ich habe gehört, heute wird etwas echt oder was echt Heißes versteigert. Was meinst du? Willst du es einmal versuchen? Ja, teilnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, aber wir kriegen das irgendwie schon hin. Wir sind stolz, dieses Objekt anbieten zu können, das mit viel Mühe beschafft wurde und jetzt zur Auktion steht. Mana-Blüte aus Bahnhof Goza Bahnsteig. Aha. Das Erstgebot liegt bei 540 G. Geboten wird in Abständen von 50 G. Die Auktion beginnt jetzt. Höre ich ein Gebot? So, ich weiß nur nicht mehr, mit welcher Taste ich das... Ach so, ah... Ah, okay. Das war aber gerade nicht mein... Ey, da bietet nicht ernsthaft ein Huhn mit, oder? Das ist doch gerade nicht euer Ernst. Ey, ich habe da gerade nicht ernsthaft ein Hühnchen gesehen. Also langsam zweifle ich schon wieder an meinem Verstand. Die Bietzeit ist vorbei. Sehr schön. Ist jetzt zwar nicht so das beste Item, aber hey, so nach und nach können wir dann alles
hier ersteigern und haben dann auch das Auktionshaus sauber. So, und jetzt, oh, Satz von Dunkelflamme, Flammes aus Bahnhof Gotzer Bahnsteig. Ja, habe ich das alles übersehen, als wir dort gewesen sind? Muss ich ja, oder? Sonst würde das hier nicht zum Angebot stehen. Also dafür würde ich sogar ein bisschen mehr Geld bieten. Können ja nur in einer bestimmten Anzahl bieten, deswegen setze ich das mal ein bisschen höher an. Ja, offensichtlich will das aber kein anderer. Also uns nützt das aber eine ganze Menge. Die Mietzeit ist vorbei. Ich weiß jetzt auch, wofür ich mein Geld aufbewahren wollte. Nämlich für diesen Händler in Numara. Das, genau, dafür wollte ich meine Kohle horten. Und da werden wir dann hoffentlich irgendwann auch mal hinkommen. So, das war's schon. So, okay, die haben jetzt nichts weiter. Alles klar. So ganz umsonst war das aber trotzdem nicht. Ein bisschen was haben wir ja hier mitnehmen können. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt hier gewesen bin, aber wir können ruhig auch mal schauen, ob es hier bei den Komponenten noch irgendwas gibt. Ah, okay, das scheint sauber zu sein. Ich glaube, ich habe bei meiner letzten Rundreise, wo ich gesagt habe, okay, ich will mir mal angucken, wo ich jetzt hier irgendwas Neues machen kann. Da bin ich, glaube ich, auch in Saman gewesen. Deswegen, ja, ist da wahrscheinlich alles ganz gut vollgekauft. Okay. Also, Königssiegel ist für mich offen und steht frei zur Recherche, was ich auch nutzen werde. Und, okay. Ehrlicher Bürger Walze. Hey, gib das zurück. Verschlagen Natalio. Was willst du? Ich habe nichts gestohlen. Rechtschaffener Bürger Sandre. Na, wer sonst könnte es denn getan haben, hä? Okay. Ruhe, du willst es drauf anlegen, was? Wow, hey, beherrscht euch, Leute. Was ist hier los? Die standen nämlich so auffallend im Weg. Da dachte ich, ich probiere mal, die anzuquatschen, ehrlicher Bürger Walze. Jemand hat das ganze Geld aus meinem Laden gestohlen. Es war noch da, als die Monster angriffen. Dieser Kerl wurde schon beim Clown erwischt und einige Leute haben ihn auch während des Aufruhrs hier gesehen. Er muss es gewesen sein. Das ist ein Haufen Müll. Ich weiß gar nichts von deinem Geld. Wo sind denn die Beweise, hm? Okay. Hier müssen wir uns jetzt wahrscheinlich irgendwie als Schlichter mit einbringen, schätze ich mal. Er muss der Täter sein. Wir rackern uns ja alle ab und seht ihn euch an. Zu schade, dass sein Großvater solch ein ehrlicher, respektabler Mann war. Können wir das jetzt überhaupt irgendwie aufdecken oder so? Ich bin mir gerade sehr unschlüssig. Es gibt keinen direkten Beweis, aber ich habe ihn während des Angriffs beim Laden gesehen. Danach hätte es niemand mehr nehmen können. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob er unschuldig ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also echt, das ist verrückt. Ihr haltet mich auch für einen Dieb, oder? Ich nehme mal das untere, auf keinen Fall. Oh, ich glaube, das war richtig. Also gut, weil ich es nicht getan habe. Jeder nimmt sofort an, dass ich es war. Ja, sicher, ich habe vielleicht schon ein paar Mal gestohlen, aber... Moment. Aber jeder weiß das. Ich versuche nicht, das zu verheimlichen. Ich meine, ich habe es versucht, aber es ist immer schiefgegangen. Mein Opa war ein wirklich aufrichtiger Mann. Jeder mochte ihn. Wir waren arm, aber er half trotzdem jedem, der es nötig hatte. Jeder hier spricht davon, wie toll er war, aber eigentlich haben sie ihn nur ausgenutzt. Vielleicht war er zufrieden damit, aber ich nicht. Außerdem, warum soll ich der Dieb gewesen sein? Ich bin nicht der Einzige hier, der es gewesen sein könnte. Du bleibst also dabei, dass du es nicht warst? Einer der Augenzeugen sagt, du warst in der Nähe des Ladens. Ich sage die Wahrheit. Wieso soll ich der Dieb sein, nur weil ich in der Nähe des Ladens war? Mann, ich komme nach langer Zeit zurück in diese chaotische Stadt. Ich gehe rüber zum Marktplatz und diese seltsame Krähe erschreckt mich zu Tode. Deshalb bin ich gerannt. Eine Krähe? Du meinst die, die in dem anderen Laden war? Ich weiß nicht. Ich habe gesehen, wie sie mit einem schwer aussehenden Beutel im Schnabel aus dem Laden flog. Ich dachte, sie hätte vielleicht Essen gestohlen. Wo ist diese Krähe jetzt? Wer weiß, sie flog weg und landete auf dem großen Baum bei dem Laden, aber ich weiß nicht genau wo. Aha, das ist doch mal ein guter Hinweis für uns. Also echt, das ist verrückt. Ihr haltet mich auch für einen Dieb, oder? Nee, das hatten wir aber gerade schon. Ich war es nicht, okay? Jeder glaubt automatisch, ich sei der Dieb. Das ist verrückt. Ich hatte nur Pech, okay? Ich wurde fast im Sturzflug von dieser Krähe angegriffen. Also bin ich vom Laden weggerannt. Darum verdächtigt mich jeder. Die blöde Krähe flog direkt aus dem Laden und landete beim großen Baum in der Nähe des anderen Ladens. Ich wurde bestimmt von dieser Krähe verflucht. Des anderen Ladens? Ich weiß ja gar nicht mehr, wo wir hier überhaupt die ganzen Läden und alles haben. Aber einige Krähen konnten wir ja hier schon mal anquatschen, wenn mich nicht alles täuscht. Aha. Noch was. Begeisterter Schuckte. Willkommen, wir haben heute einige seltene Früchte im Angebot. Probieren ist erlaubt. Das ist doch das Mindeste, was ich für unsere Helden tun kann. Ah, okay. Ein
keine weitere Erinnerung. Ja, vielleicht sollte ich mich in Saman auch noch mal etwas genauer umsehen. Weil hier scheint es auch ein bisschen was Neues zu geben. Strahlender Regen. Okay. Nehme ich erstmal so zur Kenntnis. Kann ich erstmal soweit nicht zuordnen. So, Baum in der Nähe des Ladens. Gibt es hier irgendwo eine Krähe? Er hat dann später aber gesagt, in der Nähe des anderen Ladens. Also wird das vielleicht doch hier irgendwo etwas abseits davon sein. Wir hatten nämlich auf der anderen Seite, also in Hafennähe, auch noch einen Laden, ne? Na los, schaut euch um. Ich habe frische Ware von einer Wand zur anderen. Okay. Da liegt irgendwas. Habt ihr das gesehen? Da hat gerade irgendwas geleuchtet. Da, untersuchen. Ich hab's gesehen. Dabei war es voll einfach zu übersehen. Hey, ich habe das fehlende Geld. Was? Wo? Genau hier. Diese zwielichtige Krähe muss es im ganzen Chaos gestohlen haben. Dieser Vogel liebt wohl glänzende Gegenstände. Ich kann nicht fassen, dass es die Krähe war. Aber das ist das Geld. Talio hätte es nach dem Diebstahl auch nicht hergelegt. Ja. Entschuldige, dass ich dir nicht geglaubt habe, Talio. Ich schulde euch für die Aufklärung der Sache wohl einen Gefallen. Ich bin froh, dass ihr mir jetzt glaubt. Stift des Generals. Oh, danke schön. Habt mir wirklich sehr geholfen. Warum habt ihr mir geglaubt? Niemand sonst hat das. Dein Großvater hat mir einst geholfen, vor langer Zeit. Mein Großvater? Er ist schon seit Jahrzehnten tot. Du musst mir nicht glauben. Das ist er, eiskalt wie immer. Achte nicht auf ihn. Und du, hör auf, den harten Mann zu spielen, okay? Du gerätst eines Tages in ernste Schwierigkeiten. Okay, ja super, dass wir das ja auch noch erledigen konnten. Hey, wie geht es so? Ich schulde euch einen Gefallen. Also habe ich hier eine kleine Information für euch. Als Kind habe ich ein Schmugglerschiff hier durchfahren sehen. Die Mannschaft hat etwas oben auf dem Damm versteckt. Ich habe versucht, es zu finden, habe es aber nicht geschafft. Vielleicht habt ihr mehr Glück? Oh, die Besatzung eines Schmugglerschiffs hat etwas an Dammspitze im Hafen von Saman versteckt. Ja, super. Gehen wir gleich mal gucken. Danke, dass ihr meine Unschuld bewiesen habt. Diese Leute werden das nächste Mal länger überlegen, mich zu beschuldigen. Vielen Dank für alles. Sehr gerne. Wir hatten ja auch irgendwie letzten Endes was davon. So, und bei euch so? Die Krähe war also der Übeltäter. Tut mir leid, dass ich so vorschnell geurteilt habe. Ja, entschuldige dich lieber bei Talio. Er hat es vielleicht nicht gestohlen, aber mir gefällt sein Benehmen trotzdem nicht. Naja, meines war auch nicht besser. Ich kann mich irgendwie auch an die ganzen Stimmen nicht mehr erinnern, die ich jetzt hier zum Einsatz gebracht habe. Also sorry dafür. Ich werde mich in der nächsten Folge vielleicht nochmal etwas genauer hier umsehen. Damit rückt natürlich unsere Hauptstory immer weiter in den Hintergrund. Aber ich denke mal, Saman wird nicht so viel Zeit beanspruchen, wie das, was wir jetzt hier zuletzt alles erledigt haben. Also da bitte keine Panik schieben. Ich werde, wenn sich das aufteilen sollte, in der nächsten Folge auch so ein Skip-Button für euch wieder mit einbauen. Ne? Also wen das dann nicht interessiert, der kann dann direkt da auch mit der Hauptstory fortfahren. Aber das hier wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, hier nochmal nachzuschauen. Tyler erlangt. Aha. Tyler sagt mir jetzt gerade irgendwie überhaupt nichts. Sieht aber auch wieder nach Geistmagie aus, oder? Ja, da sehe ich es schon hier, Stufe 5. Halbiert die TP... Nicht ernsthaft, oder? Boah, also das ist ja dann echt ein bisschen übertrieben, oder? Das heißt, das kann ich dann zukünftig im Bosskämpfen direkt am Anfang zum Einsatz bringen und der verliert dann automatisch sofort die Hälfte? Es klingt mir doch ein bisschen utopisch, aber ja, müssen wir mal gucken. Ich wette, die Bosse, die werden dagegen immun sein, aber ganz ehrlich, selbst wenn das vielleicht in irgendwelchen Mini-Boss-Kämpfen oder dann vielleicht auch später in diesen Hinterhof-Kämpfen funktioniert, dann wäre das schon mal richtig dufte, ne? Also ja, das muss ich auf jeden Fall irgendwann mal ausprobieren. Mal gucken, ob ich mich daran überhaupt noch erinnern kann. Das ist ja immer so die größte Herausforderung, dass ich immer sage, ich mache dies, ich mache das und am Ende vergesse ich das sowieso. Aber ich werde mir jetzt gleich erstmal notieren müssen, was ich nachschlagen will. Königssiegel und Numara-Händler. Königssiegel, Numara-Händler. Das sind die beiden Dinge, die ich jetzt nicht vergessen darf. Aber wir haben in dieser Folge wirklich eine ganze Menge geschafft und ich finde auch relativ wenig Zeit verloren. Von daher will ich gar nicht meckern. Ich danke euch fürs Einschalten und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.